Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Transport Fever 2. Ich habe beim letzten Mal in der Abmoderation hier versehentlich den Text weggeklickt, deswegen spielen wir ihn euch jetzt noch einmal vor. Nach der unerfreulichen Sache mit dem Kongress hat Mr. Hughes fürs Erste genug vom Flugzeugbau. Indessen ist seine Leidenschaft für den Film erneut entflammt. Deshalb hat er sich kurzerhand eine Produktionsfirma gekauft. Hilf deinem Boss dabei, die größten Blockbuster aller Zeiten zu drehen. Ja, gerne doch. So, erstmal packen wir noch zwei Busse auf Linie 2 und zwei auf Linie 4, denn ihr seht, die sind sehr ausgelastet. So, Blockbuster. Mr. Hughes will der berühmteste Filmproduzent aller Zeiten werden. Was ihn daran hindert? Das rote Gesindel, das sich in seinen Studios herumtreibt. Er hat dich beauftragt, der kommunistischen Unterwanderung Hollywoods ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Klingt doch gut. Das Personal am Set streikt. Eine Frechheit. Es ist die vergiftete Ideologie der Ruskis, die ihnen derlei Flausen in den Kopf setzt. Zeige den Leuten, dass sie noch immer in Good Old America sind. Because America. Eine Gruppe Drehbuchschreiberlinge soll für die rote Epidemie verantwortlich sein. Finde heraus, wo die aufwieglerischen Subjekte ihre Treffen abhalten. Es muss irgendwo im Industriegebiet von Los Angeles sein. Ja, da haben wir es ja schon. Die kommunistischen Kräfte sind agil und entziehen sich deiner Investigationen. Observiere unauffällig ihre Wohnhäuser in Santa Barbara und Bakersfield. Ach, Bakersfield, stimmt, den Ort habe ich ja komplett vergessen. So, ein Bewohner, schön. Ha! Du hast die roten Ratten auf frischer Tat mit einer Handvoll ideologischer Pamphlete ertappt. Nun müssen sie in Washington vor dem Komitee für anti-amerikanische Umtriebe aussagen. Sieh zu, dass sie schnellstmöglich dorthin gelangen. Gut, ein Flugzeug verkaufen, das sollten wir ja wohl hinkriegen. So, dein Status ist eh mittelmäßig, dann... Das ist Linie 18. Weg mit dir. Die Hauptverantwortlichen wurden mit einem Berufsverbot belegt. Nun muss nur noch deren Anhängerschaft weg. Säubere Mr. Hughes' Studios, indem du den kommunistisch kontaminierten Teil der Belegschaft entlässt. Okay, dann... So, die rote Gefahr ist gebannt. Mr. Hughes' Karriere zum berühmtesten Filmproduzenten der Welt steht nichts mehr im Wege. Ja, gucke mal, schau. Ist das ein Träumchen, ihr Lieben? So, dann starten wir mal die Sets aus. Schauspielerin Jane Russell benötigt einen speziellen Büstenhalter, der ihre Vorzüge besonders gut zur Geltung bringt. Mr. Hughes tüftelt an einer Idee mit besonderen Stahlbügeln. Mhm. So, 10 Stahl zum Filmset bringen. Hier wird ein zeitgenössischer Musikfilm über die turbulente Romanze zweier junger Hollywood-Sternchen gedreht. Schaffe die nötigen Requisiten heran, um ein stimmiges Ambiente zu kreieren. Alles klar, kriegen wir auch hin. Der Film über einen umtriebigen Zeitungsmagnaten soll ein besonderes Meisterwerk werden. Hilf mit, die extravagante Kulisse aufzubauen, vor der das Stück spielen soll. So, und deswegen habe ich gewartet, weil ich dachte mir, dass ich noch zu mehr als einem Stuhl was bringen muss. Dann mache ich jetzt nur eine Station hier hin. Und werde einfach hier hinten diese Linie abändern. So, fährst nicht zur Lincoln Street, sondern dahin. Und... Der andere, der, gut, der bleibt dann so und dann machen wir noch eine neue Linie. Von dort nach dort. So, haben wir einen der 10 Breiterschaften? Ne, leider nicht. Das heißt, es muss mindestens zweimal gefahren werden. Gut, weil der eine jetzt schon fährt und die Strecke auch nicht so weit ist. Ich würde sagen, hier nehmen wir 2, dann haben wir es hinter uns. So, hier machen wir dann ein bisschen Deko. Ja.
Dekorieren Bänken oder Straßenlampen. Ja, gerne doch. Assets. So, da haben wir Bänke und Straßenlampe. Perfekt. Okay, komm, dann haben wir da noch eine Bank neben. So, damit hätten wir die erste Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Tempo können wir wieder hochdrehen. So, aber ich bin noch nicht sehr glücklich mit meinen Umsätzen. Und ich weiß auch schon, wo ich gucken muss. Ja, der Zug, ich glaube, ich klemme mir den wieder. Wobei der andere, der macht ja brutal viel Umsatz. Aber wirklich brutal. So, da würde ich sagen, packen wir jeweils einen weg. Weil sich einfach die komplette Linie an der Stelle nicht rechnet. Ansonsten, ja gut, die neuen, klar, die brauchen jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen. Ansonsten sieht es aber schon mal nicht so verkehrt aus. Weil ich es immer noch wahnsinnig finde, wie viele Leute sich da ansammeln. Ich meine, das hier ist auch schon eine tolle Zahl, aber da rechnet sich das Ganze ja wenigstens. Aber ich glaube, du wirst dich nie rechnen. Wobei, wie viel kommen da jetzt rein? 11, das ist jetzt... Weiß Gott nicht die Welt. Oh, wartet mal. Moment, der kann doch nicht losfahren und das kann es ja wohl nicht sein. Deswegen. So, jetzt müsste er eigentlich losfahren. Ja. Weil er kann nämlich hier hinten warten. Macht ja keinen Sinn, wenn er da schon im Bahnhof steht. Wo er in der Zeit eigentlich schon bis hierhin fahren könnte, zumindest. Und dann nur wartet, dass er den Bahnhof alles und dann in den Bahnhof einfährt. So, wo fährst du hin? Ach, du bringst den Alkohol immer noch. Warte, man nimmt das eigentlich unendlich Alkohol ab? Das Hotel ja, ne? Welche Linie ist das denn, die da hinfährt? Weil dann kommen wir da doch einfach mal Linie 17. Dass wir da jetzt einfach mal richtig brutal viele LKWs hinschicken. So, wir sagen jetzt einfach mal, wir schicken da 20 LKW hin. Damit ja alle genug zu saufen haben. So, derweil erweitere ich das Ganze hier hinten mal, damit da auch noch mehr Platz für Güter ist und weniger hinten rüberfällt. So, da kommt die Alkoholkolonne. Sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt Wochenende, ne? Da kann man sich auch mal was gönnen. Oh, da wird was hingebaut. Was ist das? Stahl oder gar nichts? Ein Stahl, echt. Ja gut, dann hoffe ich, dass du nächstes Mal wenigstens mit einer vollen Lieferung zurückkommst. Oh nee, die Züge, die kollidieren schon wieder irgendwo. Wahrscheinlich hier hinten. Ja, das ist ja jetzt clever. Ah, gut, okay, das bestätigt nur das, was ich sowieso vorhatte. Nämlich den Zug einäschern, will meinen in Rente schicken. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß sogar, wo der Fehler war. Das Signal hier muss weg. Weil dann wäre er nämlich, der ist jetzt hier nur vorgefahren, weil hier noch ein Signal stand. Und hätte das dann nicht gestanden, dann wäre er auch nicht weiter vorgefahren. Aber ist jetzt egal. Wobei, ich bin tatsächlich geneigt, vielleicht doch eine günstige Lok zu nehmen.
So, und dich packen wir auf Linie 24. So, dann fahr direkt links rüber. Dankeschön. So, sehr schön. Jetzt fehlt nur noch der Stahl. So, die Alkoholkolonne, die ist schon teilweise auf dem Rückweg. Wenn das jetzt hier keine Lizenz zum Gelddrucken ist mit dem ganzen Sprit, den wir da liefern, dann weiß ich auch nicht. Oh, da sind jetzt doch einige Leute. Guck mal, schau. Oh, 37 Leute. Die Linie könnte sich so in dieser Form vielleicht dann doch endlich mal rechnen. Ich wäre sehr begeistert. Wenn sich das dann rechnen wird. So, jetzt wartest du erst wieder auf den Wayne Train. Wo ist er denn? So. Ach, da ist er. Okay, gut. Der ist wenigstens dann schon so gut wie da. Das ist echt nervig mit nur einem Personengleis. Wären da zwei, hätten wir keinerlei Probleme. Tja, wäre Fahrradkette, ihr Lieben. So, rein mit dir und zack. Immer lachen, Umsatz machen. Und mein Gott, was machst du für einen Umsatz? Könnten wir doch eigentlich nochmal eine Bushaltestelle und eine neue Linie machen. Dass der Bahnhof da auch mal abgegriffen wird, so. Kurz gucken, in welches Gebiet. Dann machen wir von hier. Einfach da rein. Ja, komm, dann nehmen wir dich noch mit. Dann kannst du noch neue Leute zum Bahnhof packen. So, wir packen nochmal drei drauf. Auf die Linie 28. Bitteschön. Was Konflikt? Wieder das gleiche. Ach, hier war noch ein anderes Signal, ne? Mist. Wow. Na gut, dann müssen wir dich leider so, wie du bist, verkaufen. Ich hoffe, es passt dann jetzt wenigstens endlich mal. So. Vorne vor eine Dampflok. Ach komm, nehmen wir dich, gönnen wir uns mal. Oh, 42 Leute. Könnte sich tatsächlich auch mal so in Gänze rechnen. Das aufregendste Filmprojekt aller Zeiten. Mr. Hughes wird das Leben des großen Genghis Khan verfilmen. In der Hauptrolle der legendäre John Wayne persönlich. Erschaffe ein authentisches mongolisches Wüstenszenario. Gut, dann kaufen wir mal hier direkt zwei Lieferfahrzeuge für Sand. Die 29, bitteschön. Dankeschön. So, derweil müssen wir hier einmal für etwas mehr Platz sorgen. So, kommt denn die Produktion von Alkohol überhaupt noch hinterher? Ja, doch. Sogar ziemlich gut. Noch, aber wenn er sich vielleicht noch ein bisschen hochlevelt, dann wird es mit Sicherheit noch besser klappen. Nicht, dass ich mit den 20 jetzt übertrieben habe, aber wir könnten mal mit der... Warte mal, ich könnte erstmal eine Umgehungsstraße hier bauen, dass die nicht immer durch Los Angeles müssen. Ich muss erstmal hier. Also dann machen wir hier eine große Straße draus. So, Moment.
Moment. Einfach nur, dass die da entsprechend schnell drauf fahren dürfen. Ne? Darum geht es jetzt bei der Straße. Was jetzt? Zug wahrscheinlich. Hä? Linie 15 meldet Problem. Nee, war doch gar kein Problem. Was war denn? Konntet ihr das nicht finden? Hm. Ach so, die konnten jetzt erst die Route nicht finden, weil der eine neue Route gemacht hat. So, warte mal, Linie verwalten. So, Haltestelle 1 zu. So. Linie 16, Linie verwalten, Haltestelle hinzu. So. Stimmt, die beiden waren das. Deswegen hat er gemeckert. Oh ja, Linie 28 rechnet sich hier sowas von. Da sollten wir nochmal ein bisschen nachjustieren. Mal gucken, vielleicht macht sogar der hier bald mal Gewinner. Gut, ich glaube, da bräuchten wir tatsächlich einfach eine günstigere Lok an der Stelle. Oder? Kommt er vielleicht jetzt gleich ins Plus? Geil wäre es ja schon. Na, fast. So, wie viel kommt jetzt rein? Ah, 20. Nee, das wird sich so nicht rechnen. Einmal umjustieren. Und dann doch wieder die günstige Lok. Weil sonst wird er niemals Gewinne machen. Das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir sind hier keine Goodwill-Organisation, sondern... Ach! Shit, ich bin am falschen Filmset, ich Depp. Okay, anders. So. Du raus und du dafür rein. So macht das Ganze auch Sinn. Und dann siehe da, jetzt kommt hier auch mal Sand dazu. Schön. Lustig, keiner will in der Stadt, aber alle... Ach, die wollen alle aus dem Wohngebiet natürlich hier hinten zum Bahnhof. Deswegen ist die Linie wahrscheinlich so dermaßen gut nachgefragt. Macht an der Stelle dann natürlich wiederum Sinn. So, du bist ja immer rappelvoll, mein Lieber. Will ich jetzt einen zweiten Zug machen, aber dann riskiere ich wieder so ein Fiasko mit Gleiswechsel und den ich dann nicht gebacken kriege, weil ich manchmal ein bisschen dumm bin, anscheinend. Oder will ich da einfach mehr Waggons dran klatschen? Ich glaube, ich möchte Letzteres tun und ich möchte auch. Ja, wobei, das muss ich erst die Strecke elektrifizieren. Will ich auch die Lok wechseln? Ich weiß es noch nicht. Ach, guck an, so scheint es ja zumindest ein bisschen Gewinn zu machen. Aber vermutlich auch nur, weil wir gerade erst die Lok gewechselt haben, aber ist ja auch egal. Der Film über den legendären Mongolenführer ist vollendet. Dank deiner Hilfe sind die Dreharbeiten nahe eines ehemaligen Atombombentestgeländes reibungslos verlaufen. Nun soll die größte Leinwandsensation aller Zeiten Premiere feiern. Mr. Hughes scheint sich allerdings gar nicht so recht zu freuen. Überhaupt benimmt er sich in letzter Zeit äußerst sonderbar. Reiche Leute halt. Mhm. Bereite alles für die große Premiere vor, auf das der Film alle Anwesenden in Verzückung versetzen wird. Okay, ihr Lieben, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Also bis dahin, ihr Lieben, tschüss, Sikowski.